Hallo. Habe ich schon gedacht, dass ich hier. Familie. Ja, okay. Freitag. Hab nicht besonders viel gefilmt, sondern einfach nur hier und da ein paar Sachen. Aber ich probiere das jetzt einfach mal zu erzählen, was ich so über den Tag gemacht habe. Vielleicht funktioniert das ja auch als Notfall-Vlog, sage ich mal. Ja, aufgestanden um 5:30. Wie immer, wenn ich morgens um 7 arbeiten muss. Ja, der Tag hat sich so ein bisschen gezogen wie Kaugummi. Hatte den halben Tag Kopfschmerzen. War alles nicht so geil. Ich hatte ja vor einer Woche oder so den Laptop von einer Bekannten repariert. Der ist jetzt angekommen, funktioniert soweit und da habe ich noch Geld für bekommen. Das habe ich mir dann abgeholt und dann eine Runde gemalt mit den Kids, mit meiner Nichte und der Freundin von meinem Bruder. Ja doch, war ganz entspannt, da einfach mal eine Runde zu quatschen und einfach mal nichts zu machen. Andi hatte leider keine Zeit, der hat eine Prüfung geschrieben. Viel Glück, hoffentlich ist es gut geworden. Ja, danach habe ich nur noch den Nico mitgenommen, weil die Probe hatten. Die sind in so einem Trommler-Pfeifer-Korps hier in Kohlscheid, wo ich zufällig auch wohne. Und dann habe ich den Nico mitgenommen und haben wir ein bisschen Asi-Musik gehört. Ich habe ihn gerade erst gekauft und jetzt ist er schon kaputt, er packt direkt in deinem Haus. Garbage. Herzlich willkommen zum großen Parteitag der Taka Tukau. Zum Tagsübersaufen brauch ich keinen Vatertag. Mit meinem Auto, keine Ahnung. Irgendwie gehört das dazu, wenn man mit den Kids unterwegs ist, dass die auch einfach mal Spaß haben. Im Prinzip habe ich mir dann abends nur noch was zu essen gemacht und eine Runde gezockt. Die haben mir so ein neues Spiel gezeigt. Dauert mir zu lange, aber ansonsten. Tag war ziemlich kurz, ich wollte eigentlich nach der Arbeit noch eine Runde Drohne fliegen gehen, aber irgendwie hat sich das bei meinem Bruder dann ein bisschen gezogen und dann war es schon dunkel und im Dunkeln fliegen bringt so wenig, weil man die Drohne nicht sieht und weil man das Umfeld nicht sieht. Alles ein bisschen Käse. Aber dafür treffe ich mich Samstag, also heute mit Andi. Ja, man sieht es vielleicht hier auf der Seite, ist ein bisschen heller. Liegt daran, dass draußen die Sonne scheint. Ist ja schon Samstag, aber ich filme das jetzt als Freitag. Seltsam. Ja, aber nur ganz kurz erzählt, was ich gemacht habe. Ich schneide das so ein bisschen dazwischen und hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Ich denke, das war's erstmal. Bis morgen. Ciao.